Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Wir werden uns heute in einer Spezialfolge mit der Fußball-Europameisterschaft beschäftigen. Ich bin Carsten Kellermann, heute an meiner Seite nach 3 Jahren Abstinenz im Fohlenfutter-Podcast. Thomas Gruhlke, unser Statistikexperte im Borussia-Team. Thomas, erstmal hallo. Ja, hallo, vielen Dank für die nette Einleitung. Und wir sprechen heute über die Europameisterschaft und wie gesagt, du bist ja unser Statistikexperte und kennst im Prinzip jedes Tor, das Borussia jemals geschossen hat, mit jeder Minute und jedem Torschützen und natürlich auch die internationalen Erfolge der Borussen. Und da steigen wir doch gleich mal ein und gucken zurück ins Jahr 1968. Das war das erste EM-Erlebnis für einige Gladbacher und Thomas, es war, glaube ich, eher so, naja. Es hat mit einer Enttäuschung begonnen, weil die 68er-Mannschaft es gar nicht zur Endrunde geschafft hat. Das hat mit einem Spiel zu tun in Tirana. Deutschland brauchte noch einen Sieg gegen Albanien in Albanien. Und dort haben einige Borussen mitgewirkt, unter anderem Peter Maier, der sein einziges Länderspiel damals gemacht hat, der in einer hervorragenden Verfassung war. Ist ja eine Legende bei Borussia, weil er in 19 Bundesligaspielen 19 Tore geschossen hat. Er durfte damals stürmen, genauso wie Günter Netzer zusammen mit Wolfgang Overath auf dem Platz stand damals. Und das Ganze ist geendet in einer sehr großen Enttäuschung. Die Mannschaft hat nur 0-0 gespielt und ist dann nicht zur Europameisterschaft gefahren. Insofern die Geschichte der Borussen bei EM-Endrunden begann mit einer Nullnummer. Es ging aber 4 Jahre später ja dann doch ganz anders weiter, Carsten. Ganz genau. 1972 gilt ja nach wie vor als das Jahr, in dem es eine der besten deutschen Nationalmannschaften gab. Und es gab dann dieses großartige Erlebnis im Wembley-Stadion in London, bei dem Günter Netzer die Hauptrolle gespielt hat als Torschütze. Und mit Franz Beckenbauer zusammen hat er sich immer abgewechselt. Rambazamba-Fußball schrieb damals die Bild-Zeitung. Deutschland siegte zum ersten Mal in England und holte am Ende dann auch 1972 zum ersten Mal den Europameisterschaftstitel durch ein 3-0 im Finale gegen Russland. Und es war eigentlich die EM der Borussen, das muss man so sagen. 6 Gladbacher standen im Kader und dazu kamen noch einige frühere Borussen oder Mönchengladbacher. Erwin Kremers gehörte dazu, Horst Köppel, der dann für den VfB Stuttgart spielte, und Horst-Dieter Höttges, wie Kremers, ein gebürtiger Mönchengladbacher, er da allerdings für Werder Bremen unterwegs. Also richtig viel Gladbach, richtig viel Borussia in diesem tollen EM-Kader. Und ich glaube, es war eine Europameisterschaft, von der heute noch geschwärmt wird. Günter Netzer hat zuletzt im dpa-Interview noch drüber gesprochen. Er spielt ja immer so, du hast ja auch schon ein paar Mal mit ihm zu tun gehabt, er spielt ja so manche Dinge immer so ein bisschen runter und möchte es nicht so überhöhen und hat dann, ja gut, ich hatte eigentlich keine Lust mehr, so viel zu laufen und mich im Mittelfeld zusammentreten zu lassen, und darum habe ich den Franz dann mal ins Mittelfeld geschickt, Franz Beckenbauer. So hat er dieses Rambazamba-Ding da erklärt, und großartige Mannschaft, großartiger Titel und Deutschland zum ersten Mal Europameister geworden. Das passt ja eigentlich auch in die Zeit, die 70er, die große Zeit der Borussen mit all den Meistertiteln, den UEFA Cup Siegen und die Mannschaft des Jahrzehnts, kann man fast sagen. Und eigentlich logisch dann auch 76 bei der Europameisterschaft. Deutschland wieder im Endspiel und da unterlegen, weil Uli Hoeneß, der Bayern-Spieler, einen Elfmeter relativ weit über das Tor jagte und ein Herr Panenka dann seinen berühmt-berüchtigten Schaufelelfmeter schoss, den später ein Gladbacher, wer war es, der ihn kopiert hat in einem Spiel, welcher Borusse war es, auch geschaufelt. Achso, der Branimir, der hat es versucht, Branimir Hrgota, der hat es, glaube ich, sogar mehrmals versucht. Beim ersten Mal ist es gelungen in der Bundesliga beim 4-2-Erfolg in Mainz 2013. Ein paar Monate später hat er gedacht, das mache ich dann nochmal. Da war es ein bisschen sogar noch wichtiger, da war es nämlich im DFB-Pokal in der ersten Runde in Darmstadt. Ich war damals im Stadion und ich kann mich noch gut erinnern, dass Max Eberl danach sagte, ich habe vorher noch überlegt und gedacht, Mensch, hoffentlich tu das nicht. Und er hat es getan, er hat dann gegen die Latte gelupft. Das war ja dann mehr so ein Zidane-Moment. Allerdings hat Zidane es geschafft, den Ball so an die Unterkante zu lupfen, dass er dann wenigstens noch ins Tor gesprungen ist im WM-Finale 2006. Beim Branimir Hrgota ist es dann etwas schief gegangen. Ja, wie dann auch der Elfmeter von
Panenka, der war drin, vorbei an Sepp Maier oder über Sepp Maier hinweg und Deutschland dann verloren. Aber auch da drei Borussen in der Finalmannschaft gestanden. Berti Vogts, Rainer Bonhof und Hacki Wimmer. Ja, Herbert Wimmer heißt er eigentlich, aber weil er immer so viel Hacke gegeben hat, war er eben immer der Hacki. Und ja, auch da viel Gladbach in der Mannschaft, unglückliches Ende. Dann aber, wie gesagt, zwei Finalteilnahmen in den 70er Jahren sind dann eine beachtliche Geschichte. Die Europameisterschaft galt dann in der Zeit ja so ein bisschen als das deutsche Turnier. 74 dann auch noch Weltmeister geworden. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, auch da im Finale ja mit Berti Vogts und Rainer Bonhof zwei wichtige Protagonisten aus Mönchengladbach dabei. 72 Europameister, 74 Weltmeister, 76 Finalist in der Europameisterschaft und immer viel Gladbach dabei. Also da spiegelt sich eigentlich das, was bei Borussia in der Zeit passiert ist, auch ein bisschen in der Nationalmannschaft wieder. Und ja, das nächste Turnier war ja dann schon wieder erfolgreich, 1980. Genau, für die deutsche Mannschaft ist es auf jeden Fall so weitergegangen, was die EM-Turniere angeht. 1980 in Italien hat die deutsche Nationalmannschaft ihren zweiten EM-Titel geholt. Der Einfluss der Mönchengladbacher ist allerdings da schon mal deutlich zurückgegangen. Es waren immerhin zwei Gladbacher im Kader. Kalle Delhaie, der einen Einsatz in der Vorrunde hatte, genauso wie Lothar Matthäus als Jungspund. Ich glaube, er war da zu dem Zeitpunkt gerade 19 Jahre alt, hatte seine erste Saison für Borussia gespielt, hat aber so überzeugt, dass Jupp Derwall, Bundestrainer, ihn direkt mitgenommen hat. Und er durfte dann auch zumindest im Vorrundenspiel gegen die Niederlande, das 3-2 gewonnen wurde, hatte er einen Einsatz über 20 Minuten ungefähr. Aber der Einfluss der Mönchengladbacher, der war, muss man schon sagen, dann damals bei dem Turnier geringer. Die deutsche Nationalmannschaft hat dann ohne Borussen im Finale 2-1 Belgien geschlagen. Danach ist es eigentlich noch viel dürftiger geworden. Der 80er-Erfolg war dann auch, was EM-Turniere angeht, dann doch für eine längere Zeit. Das letzte Erfolgserlebnis 1984 war dann in der Vorrunde schon Schluss. Immerhin auch zwei Gladbacher dabei. Lothar Matthäus, der zu dem Zeitpunkt dann schon Stammkraft war in der Nationalmannschaft, in dem Sommer ja dann auch zum FC Bayern gewechselt ist. Wir kennen alle noch die Situation, das hat auch wieder mit dem Elfmeter zu tun, wie er sich aus Mönchengladbach verabschiedet hat. Und Hans-Günter Bruns war damals im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Und dann war ganz lange Schicht im Schacht sozusagen. Wir haben von den Mönchengladbachern dann erst wieder 2008 jemanden im deutschen Kader gehabt, in Österreich und der Schweiz mit Oliver Neuville damals. Noch faktisch als Zweitligaspieler. Mönchengladbach ist 2007, 2008 in der Saison wieder aufgestiegen und Oliver Neuville war im Kader, hatte da allerdings auch nur einen Kurzeinsatz gegen Österreich und 2012 dann schon sozusagen ein Nachfolger von Olli Neuville im Gladbacher Sturm oder im Angriff Marco Reus, der so als Jungstar dann mitfahren durfte und der hat dann etwas geschafft, was vor ihm nur Hacki Wimmer gelungen ist, nämlich ein EM-Endrundentor zu schießen beim 4-2 im Viertelfinale gegen Griechenland. Das war auch sein einziger Einsatz von Beginn an und damals ist es, glaube ich, auch Jogi Löw so ein bisschen vorgeworfen worden, dass er da nicht mutiger gewesen ist, den Marco Reus auch häufiger zu bringen, denn im Halbfinale hat er dann erstmal wieder auf der Bank gesessen, ist später reingekommen und hat aber dann auch nicht mithelfen können, die Niederlage gegen Italien dann noch abzuwenden. Das 2012er Turnier ist da eher mit dem Halbfinale aus etwas enttäuschend verlaufen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast in der jetzigen Zeit, wobei man sagen muss, wir hatten natürlich auch ein paar Mönchengladbacher dabei, ausländische Spieler, die dann bei der EM teilgenommen haben. Allerdings muss man dazu sagen, dass das eigentlich bis 2016 auch überschaubar gewesen ist. Wir hatten Martin Dahlin, schwedischer Topstürmer in den 90er Jahren. Borussen-Fans kennen ihn noch aus der DFB-Pokalsiegermannschaft 95. Er spielte ab 91 schon in Gladbach und hat 92 dann die Heim-EM gespielt mit Schweden und immerhin auch ins Halbfinale gekommen. Dahlin hatte auch Einsätze, glaube ich, in jedem Spiel, hat kein Tor geschossen, aber er hat seinen Anteil gehabt, dass die Schweden ins Halbfinale gekommen sind, dann gegen die deutsche Mannschaft 2-3 verloren haben. Und ansonsten haben wir dann nur noch Jörg Stiel, den Gladbacher Torwart in der Anfangszeit der Nullerjahre nach dem ersten Wiederaufstieg. Er spielte mit der Schweiz 2004 bei dem Turnier. Die Vorrunde aber dann war auch Schluss. Und
dann sind wir eigentlich in der jetzigen Zeit und mit vielen Protagonisten, die wir jetzt noch aus der Borussen-Mannschaft kennen. 2016 waren schon Jan Sommer, Nico Elvedi noch als ganz junger Spieler nicht eingesetzt und damals dann noch Granit Xhaka als Gladbacher dabei. Zudem noch Martin Hinteregger für die Österreicher am Start. Ja, und was das jetzige Turnier angeht, haben wir diese Zahl dann aber nochmal deutlich erhöht. Ja, also da sind wir quasi zurück in den 70ern. Borussia hat ja nicht eine so überragende Bundesliga-Saison gespielt, aber wenn man die Zahl der Nationalspieler anschaut, die jetzt bei der Europameisterschaft dabei sind, dann ist das schon beachtlich. Es gibt nur einen einzigen Bundesligisten, der mehr Spieler bei der EM stellt, das ist der FC Bayern mit 14. Borussia Dortmund schickt auch 10 und generell ist Gladbach da schon, also auf jeden Fall in der Europapokalliste aller Europameisterschaftsmannschaften, die Spieler entsenden, vertreten auf Platz 7. Manchester City hat noch mehr, aber Gladbach mit 10 Spielern wirklich dabei. Und wenn man so ein bisschen mit der Rautenbrille rechnet, was die Borussia natürlich tut, auf ihrer Internetseite sind es sogar 11. Und wir haben uns das ja auch ein bisschen zunutze gemacht, haben dann mal eine komplette Mannschaft aufgestellt. Und tatsächlich bekommt man auch alle Positionen besetzt, wenn man mal alle Gladbacher zusammenrechnet. Du hast eben von Jörg Stiel gesprochen, als Schweizer Nummer 1. Jan Sommer jetzt bei seinem dritten Turnier die Nummer 1 der Eidgenossen. Und natürlich auch im Tor unserer Gladbacher EM-Mannschaft. Und ja, Österreich vertreten zweimal sogar, und zwar auf beiden Außenverteidigerpositionen. Und mit Stefan Leiner und Valentino Lazaro. Und die Innenverteidigung bilden Matthias Ginter, der beim deutschen Team dabei ist, und Nico Elvedi, der, würde ich sagen, jetzt so richtig Stammspieler sein wird bei diesem Turnier für die Schweiz. Und genau das Gleiche gilt für Dennis Zakaria, der im Schweizer Kader dabei ist und dort an der Seite eines Ex-Borussen wahrscheinlich spielen wird, Granit Xhaka, der genauso wie Jibril Sow früher für Gladbach gespielt hat. Jibril Sow ist, würde ich sagen, der dritte Mann da in der Ecke, und man kann sagen, also die Schweizer Zentrale, recht viel Gladbach mit dabei. Im Mittelfeld natürlich noch Florian Neuhaus, der in der deutschen Mannschaft zuletzt mit seinem Tor gegen Dänemark nochmal ein richtiges Zeichen gesetzt hat. Und ja, man muss schauen, wie er dann sich da verkaufen kann. Und vorne ein richtig guter Sturm, finde ich, mit Lars Stindl. Viele haben gedacht, er ist noch dabei. Lars Stindl ist natürlich nicht dabei. Jonas Hofmann ist dabei. Debüt für EM für Jonas Hofmann auf der rechten Seite, im Zentrum dann der Schweizer Brel Embolo und auf der linken Angriffsseite im Team des Weltmeisters mit einem ganz, ganz großen französischen Fußballnamen, Marcus Thuram. Sein Vater ist ja Frankreichs Rekordnationalspieler, Welt- und Europameister. Da wird in der Familie natürlich sicherlich viel drüber gesprochen, dass da jemand in die Fußstapfen, die allerdings doch relativ gigantös sind, treten könnte. So, und ja, jetzt sind wir bei dem Plus 1 angekommen. Und wir haben ja viel drüber diskutiert, Thomas. Laszlo Benes, ja, darf man ihn jetzt noch als Borusse mit sozusagen eingemeinden oder eigentlich eher nicht? Weil dann sind wir auch noch mal bei Lazaro, denn die beiden haben was gemeinsam, sie sind Leihspieler. Ja. Worauf haben wir uns geeinigt? Wir haben gesagt, wir tun's, oder? Genau, wir tun's. Ganz offiziell muss man sagen, dass Laszlo Benes als Spieler des FC Augsburg zum Turnier fährt. Er war jetzt in der Rückrunde an den FC Augsburg ausgeliehen. Er kommt jetzt im Sommer wieder zurück. So soll es also zumindest sein. Insofern haben wir uns gesagt, auch wenn er offiziell Spieler des FC Augsburg ist, ist er sehr, sehr schnell oder sehr bald wieder Borusse. Und insofern hat er eine Zukunft in Mönchengladbach. Bei Lazaro wissen wir noch nicht so genau, wie das läuft. Er war ja ausgeliehen. Er ist jetzt als Spieler von Borussia Mönchengladbach für die EM nominiert worden. Deswegen ist er auch als Gladbacher dort gelistet und nicht als Spieler des von Inter Mailand. Aber bei Laszlo Benes haben wir dann gesagt, wir werden darauf hinweisen natürlich, dass er im Grunde Augsburger ist, aber er ist bald wieder Borussia, und insofern ist das unser 11. Mann bei der EM und verstärkt dann so gesehen das Mittelfeld mit Florian Neuhaus und Dennis Zakaria. Genau, der 11. Mann ist die Nummer 10 in unserer Aufstellung geworden, also spielt auf der Position, die
der eben schon genannte Lars Stindl innehat bei Borussia, meistens eben der Mann hinter dem Dreierangriff. Und wenn man sich diese Mannschaft mal so anschaut, die ich gerade genannt habe, dann darf man, glaube ich, schon sagen, dass das sicherlich ein Team wäre, was nicht ganz so chancenlos in vielen EM-Spielen sogar wäre, das viel Qualität hat ja, keine Ahnung, wofür es reichen würde, aber ich könnte mir schon vorstellen, je nachdem, welche Vorrundengruppe es ist, könnte es sogar dafür für die K.O.-Runde dann reichen. Also da hat Gladbach einiges zu bieten. Viele Fans diskutieren dann ja darüber, dass es natürlich eigentlich nicht sein kann, dass man so stark bei einer Europameisterschaft vertreten ist und in der Bundesliga dann nur auf dem 8. Platz gelandet ist, also internationale Plätze verpasst hat, ärgern sich dann darüber, weil eben diese individuelle Qualität dann relativ groß ist, aber das insgesamt nicht so auf den Platz gebracht wurde. Aber klar, man kann natürlich jetzt nicht von der Zahl der Nationalspieler her irgendwelche Tabellenplätze ableiten, und da so eine Saison dann eben auch ihre Eigenarten hat, ist es eben gelaufen, wie es ist. Aber für Borussia Mönchengladbach natürlich schon ein großer Erfolg, so stark und so vielseitig bei einer Europameisterschaft vertreten zu sein, in 5 Nationalmannschaften immerhin. Und da glaube ich, ist es dann eben für die Gladbach-Fans einfach auch eine Europameisterschaft, weil bei der man relativ viele Spiele dann auch mit dem Gladbach-Herzen gucken kann. Das macht ja so ein Turnier auch immer spannend und dann am Ende auch aus. Ich habe es gar nicht durchgezählt. Hast du mal gezählt, wie viele Spiele das sind, wo auf jeden Fall eine Gladbacher Beteiligung zustande kommt, Thomas? Nee, das müsste man eigentlich mal machen. Und was jetzt die... was die Vorrunde angeht, wird's wahrscheinlich nur wenige Tage geben, wo wir Spieltage haben mit ja in der Regel 3 Spielen pro Tag, wo wir keinen sozusagen Gladbacher Tag ausrufen können. Wir werden direkt am Samstag dann, am 2. Spieltag, so gesehen, werden wir die Partie Wales gegen Schweiz haben. Da werden die Schweizer starten. Das ist dann das 2. Spiel überhaupt des Turniers. Und das zieht sich dann durch die Tage so durch, bis dann am Dienstag ist ja auch das erste direkte Borussen-Duell geben wird mit der Partie Deutschland gegen Frankreich, wo dann Matze Ginter, Jonas Hofmann und Florian Neuhaus auf Markus Thuram treffen können. Gut, Thuram ist mit Sicherheit kein Startelf-Kandidat normalerweise bei der französischen Nationalmannschaft, aber man wird sich auf jeden Fall sehen, man wird sich treffen. Das erste Spiel in München der deutschen Nationalmannschaft dann am Dienstag. Und so wird sich das mit Sicherheit über das komplette Turnier ziehen. Und ich glaube, dass wir auch die Hoffnung haben dürfen, dass wir auch noch Gladbacher nach der Gruppenphase im Turnier sehen werden. Davon gehen wir mal aus. Vielleicht gehen wir aber erstmal ganz kurz die Chancen durch. Du hast gerade Markus Thuram schon angesprochen, die Gladbacher Spieler dann in ihren Mannschaften auch haben. Ja, Markus Thuram, du hast es gesagt, Frankreich als Weltmeister, und vor allen Dingen irgendwie hat die L'Equipe hat jetzt geschrieben, alle beneiden um unseren Sturm, was dann ja auch die Problematik Thuram schon aufzeichnet. Also mit Griezmann und Mbappé und Karim Benzema und Giroud und wie sie alle heißen. Also ganz, 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 ganz viel Qualität bei den Franzosen. Und daran vorbeizukommen, das wird für Thuram mit Sicherheit erstmal eine extrem schwierige und fast unlösbare Aufgabe. Aber ich glaube, er hat sich zumindest in dem Vorfeld der EM schon das ein oder andere Mal so ein bisschen aufgestellt. Natürlich hat er, wie gesagt, auch den großen Namen, der möglicherweise bei Didier Deschamps dann auch eine gewissen Klang hat, aber vor allem hat er natürlich auch Qualitäten mit seiner Größe, mit seiner Wendigkeit, mit seiner Art zu spielen, die möglicherweise in so einem Spiel auch gegen Deutschland hinten raus als Joker ihn da nochmal reinwerfen kann. Und ich bin mal gespannt, es würde natürlich passen, dass ein Borusse möglicherweise dann ein Tor gegen Deutschland schießt. Mit Karim Benzema hat Gladbach ja auch seine Erfahrung gemacht, Real Madrid in der Champions League Phase. Also von daher, ja, da weiß man, was auf das deutsche Team zukommt. Und jetzt ist die Frage, welche deutschen Spieler werden denn dann gegen Frankreich auf dem Platz stehen, die normalerweise für Borussia Mönchengladbach spielen? Also ich würde sagen, 3 wie im 76er EM-Finale schwierig, aber ich würde mindestens einen erwarten, oder Thomas? Ja, also ich würde auch einen erwarten. Das wäre Matze Ginter, der ja im Grunde eine Größe mittlerweile, eine Stammkraft in der Nationalmannschaft geworden ist. Und ich glaube, dass das auch so bleibt.
trotz der Rückkehr von Mats Hummels. Denn, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich gehe fest davon aus, dass Jogi Löw bei der Dreierkette bleibt und dann wird auch wenn jetzt Antonio Rüdiger ja noch dazukommt, der beim ersten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark vor ein paar Tagen als Champions-League-Sieger noch fehlte, wenn er jetzt dazukommt, glaube ich, dass der Matze Ginter dort die rechte Position beibehalten wird. Er ist ja da auch flexibel einsetzbar. Er kann theoretisch auch den Rechtsverteidigerposten, der in Sicherheit ungeliebter ist, kann er übernehmen. Aber ich sehe ihn da schon in der ersten Elf. Ich denke, das ist tatsächlich auch eine Systemfrage. Also in der Dreierkette Ginter definitiv gesetzt, würde ich auch sagen. Gerade gegen die Franzosen glaube ich auch, dass es nicht das verkehrteste System ist, weil man eben dann in dieser Dreier dann defensiv zur Fünferkette werdenden Formation gerade über die Flügel einigermaßen dicht machen kann, aber eben auch in der Mitte dann eben da die Räume zustellen kann. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das die Variante ist. Aber auch mit der Viererkette. Ich erinnere mich da an die Weltmeisterschaft 2014, als ja einer der Clues von Joachim Löw war, dass er eigentlich mit Benedikt Höwedes einen eigentlichen Innenverteidiger als Außenverteidiger aufgeboten hat und so doch einige Präsenz in der Defensivarbeit gehabt hat. Und das könnte eine Rolle sein, die auch Matthias Ginter jetzt einnimmt. Löw hat Ginter am Sonntag in einer Pressekonferenz also sehr, sehr gelobt. Hat ihm noch einen kleinen Auftrag gegeben, hat ihm gesagt, er müsse noch ein bisschen lauter werden. Das deckt sich, glaube ich, auch mit unseren Erkenntnissen aus Mönchengladbach. Ginter, so er dann weiter auch in der neuen Saison für Gladbach spielen wird, es ist ja noch nicht ganz geklärt, was seine Zukunft angeht, aber vom Gefühl her würde ich sagen, Ginter bleibt und ich glaube, dass er was das angeht, da wirklich noch ein bisschen nachlegen kann. Er ist eine Führungspersönlichkeit, auf jeden Fall. Er spielt immer. Er hat nichts verpasst in der vergangenen Saison. Alleine das macht ihn schon zu einer Führungspersönlichkeit. Und ja, so ein bisschen mehr vielleicht noch auf den Putz hauen, auf dem Platz, würde allen Gladbachern ganz gut tun. Also auch Ginter, zumal jetzt auch in der Kabine so ein bisschen Vakuum entstanden ist, dadurch, dass Oskar Wendt nicht mehr da ist, Ibo Traoré, da wird sich ein bisschen neu sortiert. Und da kann Ginter vielleicht dann nochmal, was die Sozialstruktur in der Mannschaft angeht. Also er ist jetzt sicherlich nicht der da irgendwie die großen Worte führt, aber einer, der schon eine klare Meinung hat und der oft auch mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legt. Das gefällt mir mal ganz gut, ist auch wichtig. Wenn er da noch ein bisschen nachlegt und jetzt bei dem Turnier ein bisschen übt für die neue Saison, dann wird das auch Adi Hütter sicherlich freuen, den neuen Gladbach-Trainer. Und ja, also Ginter für mich, egal wie die Abwehrformation dann am Ende ist, glaube ich schon einer, der dann auf jeden Fall spielen wird. Ja, und Florian Neuhaus mit seinem Tor gegen Dänemark hat sich gut positioniert, hat einen tollen Eindruck gemacht, hat auch Lob vom Bundestrainer bekommen. Jetzt ist die Frage, wie nah ist er wirklich dran an der Startformation? Also er hat auf jeden Fall das getan, was er tun konnte, wie du gerade sagtest schon, hat Werbung für sich nochmal gemacht. Das, was er ja im Grunde in so gut wie all seinen bisherigen 6 Einsätzen gezeigt hat, dass er eine echte Alternative sein kann, wenn vielleicht auch mal personell Not am Mann ist. Bei so einem Turnier weiß man ja nie, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir haben ja da so gesehen in der deutschen Nationalmannschaft mit Leon Goretzka schon jemanden, wo man gar noch nicht so genau weiß, wann der überhaupt richtig ins Turnier einsteigen kann. Ich meine, solche Fälle kennt Jogi Löw aus seiner langjährigen Turniererfahrung ja immer wieder, wenn es darum geht, Spieler erstmal aufbauen zu müssen. Und wenn man dann natürlich einen Florian Neuhaus in der Hinterhand hat, der selbstbewusst auftritt, der, glaube ich, die nötige Coolness mitbringt, vielleicht auch mal über den einen oder anderen Fehler. Also ich meine, das ist ja eine sehr, sehr komplexe Position dort im defensiven Mittelfeld, dann auch ganz schnell wieder in seinem Spiel zu sein. Ich fand das auch gegen Dänemark so, wo er in den ersten Minuten vielleicht noch so ein, zwei kleine Wackler drin hatte und dann aber wie selbstverständlich das Spiel auch an sich gerissen hat, an der Seite von einem Joshua Kimmich. Ich glaube, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er dort auch seine Teileinsätze wahrscheinlich bekommt, weil das muss man natürlich schon sagen, auf der Position ist die deutsche Nationalmannschaft natürlich extrem gut besetzt mit Spielern, die da ist natürlich so ein bisschen der Malus bei Flo Neuhaus, kann er nichts für, er ist halt jünger, er hat noch nicht die Erfahrung eines Toni Kroos oder Ilkay Gündogan, die seit Jahren auf absolutem Top-Niveau spielen. Und deswegen denke ich mal, in Verbindung mit Joshua Kimmich dann dort auch die Nase vorn haben werden. Ja, also da ist Deutschland halt extrem gut besetzt, das muss man ganz klar sagen. Und Leon Goretzka gibt es dann ja auch noch.
die sind alle schon mal ein ganzes Stück weiter als Flo Neuhaus. Und wir haben uns ja auch in der vergangenen Saison immer so ein bisschen die Frage gestellt, ist er eigentlich schon auf diesem Niveau, wenn er da über Wechsel diskutiert wird zu Real Madrid, zu Bayern München, dann wären das ja genau die Konkurrenten und sind ja oft auch zu dem Schluss gekommen, dass er vielleicht noch ein Jährchen auf zwei in Gladbach reifen soll, um dann eben sozusagen seine Führungsspielerwerdung noch ein bisschen voranzutreiben. Ich glaube, er wird definitiv von der Zeit bei der Europameisterschaft profitieren, vom Training mit genau diesen Spielern, die wir gerade genannt haben. Und selbst wenn er jetzt nicht die ganz große Einsatzzeit bekommt, wobei ich glaube, dass er schon so in der ersten Einwechselreihe zu finden ist, nach dem, was er jetzt auch in der Vorbereitung gezeigt hat, wird er also extrem viel mitbringen, von dem dann eben auch Borussia Mönchengladbach profitieren wird. Also er wird mit Sicherheit einen ganz großen Schritt machen, was seine Führungsqualitäten angeht. Und dann in Gladbach zusammen mit Christoph Kramer und dem Neuzugang Kone da im zentralen Mittelfeld mit Sicherheit ein ganz gutes Dreieck bilden. Wer dann am Ende spielt und wer wen mitzieht, wird sich zeigen. Aber da wird er auf jeden Fall profitieren. Naja, und Jonas Hofmann ist so ein bisschen in der Außenseiterposition, hat sich ja für so eine Art Rechtsverteidiger, vorgezogener Rechtsverteidiger ins Gespräch gebracht. Eigentlich kein dummer Gedanke, muss ich sagen, denn er wäre ja nicht der erste Offensivspieler, der dann in so einer Position richtig gute Sachen macht. Er ist zweikampfstark, er ist schnell, er läuft viel. Erinnern uns an Fabian Johnson, der bei der Weltmeisterschaft 2014 da ein großartiges Turnier auf der Position gespielt hat. Johnson ja auch einer, der eher schon offensiv ausgerichteter Spieler ist. Also interessanter Gedanke, aber ich glaube, es wird Jonas Hofmann nicht so richtig viel nützen, oder? Das kann schon sein. Es zeigt natürlich seinen Ehrgeiz und ich finde das ja auch gut, wenn man sich dann auch so äußert und wenn man seine Ambitionen dann vielleicht auch oder auch seinen Willen dort mit solchen Äußerungen zeigt. Er wird mit Sicherheit nicht in das Turnier gehen, hier als der EM-Tourist dabei zu sein. Ich denke, er weiß um seine Rolle, dass es schwer wird. Man muss ja auch sehen, dass Jogi Löw die Möglichkeit hatte, jetzt 26 Spieler zu nominieren. Ob er in einem 23er-Kader dabei gewesen wäre, ist nochmal eine andere Frage. Das muss ihn aber jetzt nicht stören. Er ist jetzt dabei. Er wird eventuell seine Chancen bekommen. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, den Jogi Löw so sonst kaum in seinem Team hat, als wie du es schon angesprochen hast, sehr laufstarker Spieler, der ein sehr gutes Anlaufverhalten hat. Das haben ja im Grunde alle Trainer, die er in den vergangenen Jahren hatte. Wir haben das ja hier sehr gut nachverfolgen können. Ist er da ja immer gelobt worden für seine Arbeit gegen den Ball. Das, was man zum Teil ja einfach gar nicht so mitbekommt, ne? Die Arbeit, die da gemacht werden muss. Und auch ein sehr, sehr guter Standardschütze. Das ist nicht zu vernachlässigen, dass das auch bei so einem Turnier wichtig sein kann, wenn man vielleicht mal reinkommt und den entscheidenden Eckball schlägt. Ja, und das sind so Faktoren. Jonas Hofmann dann vielleicht ein bisschen hinter Florian Neuhaus, was die Einwechselwahrscheinlichkeit angeht. Aber ich glaube auch nicht, dass er komplett, also immer vorausgesetzt, dass Deutschland auch mehr als drei Spiele macht, dass er dann komplett ohne Einsatzminuten dann von der Europameisterschaft zurückkehrt. Ob er dann zurückkehrt, das werden wir noch sehen. Also Max Eberl hat ihm ja gerade so ein relativ fettes Preisschild angeheftet. 40 Millionen hat er gesagt. Das wäre eine Summe, wo man dann schon anfängt, drüber nachzudenken. Eigentlich soll Jonas Hofmann nicht abgegeben werden. Aus den von dir auch gerade gesagten Gründen ist er halt auch ein extrem wichtiger Teamspieler für Borussia Mönchengladbach. Aber wenn dann eine Mannschaft aus England oder Spanien, Atletico Madrid und der FC Chelsea sind ja jetzt auch relativ betucht durch ihre Titel, die sie geholt haben, kann man sich das dann vorstellen. Die Frage ist, ob dann eben 40 Millionen auch eine realistische Summe ist oder ob Max Eberl ihn dadurch so ein bisschen gesperrt hat und ein bisschen rausgenommen hat aus der Diskussion, was ja auch nicht dumm ist. Entweder kriegt man dann also richtig Knatter oder Jonas Hofmann bleibt, ist dann so oder so eine Win-Win-Situation. Ich halte ihn für einen ganz, ganz extrem wichtigen Spieler für, auch für Adi Hütter in der neuen Saison, weil eben auch taktisch unglaublich viel drauf hat, taktisch sehr gut ist, sehr klug spielt, in verschiedenen Systemen verschiedene Rollen spielen kann, ist ja auch der Spieler, der am polyvalentesten ist, sozusagen, kann 8 verschiedene Positionen spielen. Also das ist schon eine Sache, die ihn auch wertvoll macht für Borussia und dann eben auch interessant für andere Clubs. Aber ich glaube, so er wird nicht ganz so viele Minuten haben, um da auf dem EM-Laufsteg sich zu zeigen, aber auch nicht mit null zurückkehren.
Und ja, gucken wir mal auf die Schweiz. Und da kann man es, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Also ich sage, 3 der 4 Borussen sind Minimum Stammspieler. Ich würde sogar sagen, dass alle 4 mit großer Wahrscheinlichkeit einen Gros der Spielzeit bestreiten werden, oder? Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, du hast ja eben auch darüber gesprochen, die Tatsache, dass Mönchengladbach so viele EM-Fahrer überhaupt hat bei einer Saison, die, sagen wir mal, was die Bundesliga angeht, relativ bescheiden war, ist was Besonderes, hat aber auch sehr stark mit dem internationalen Auftreten zu tun gehabt. Und da haben die Schweizer ja auch ihren keinen unerheblichen Anteil gehabt. Sie haben also bewiesen, dass sie auf höchstem Niveau Stammkraft, Führungskräfte sein können. Und ich glaube, dass sich das dann dementsprechend auch in den EM-Nominierungen und auch im Standing innerhalb einer Schweizer Nationalmannschaft, der Nati, sich niederschlägt. Und ich kann mir da auch sehr gut vorstellen, dass alle 4 in der Startelf stehen werden. Ja. Auch Brel Embolo, das ist für mich dann der vielleicht wackeligste von den 4. Also Sommer ist gesetzt. Nico Elvedi ist, glaube ich, auch in der Innenverteidigung als Stammkraft in der Bundesliga und als Champions League erfahrener Spieler mit Sicherheit dabei. Und auch Dennis Zakaria, er hat eine schwierige Saison, wird vielleicht ein bisschen gegen Jibril Sow kämpfen müssen. Granit Xhaka ist ja gesetzt und einer der beiden, Sow oder Zakaria, wird dann den Posten bekommen. Ich glaube, Zakaria dürfte gegenüber So, der noch ein bisschen neuer in der Nationalmannschaft ist, da den Vorteil haben und dass eben Wladimir Petkovic da auf seine Dynamik, gerade gegen Wales, was ja auch eine kampfstarke Mannschaft ist, eine Mannschaft, die ja auch bei der letzten EM schon gezeigt hat, dass sie extrem überraschen kann. Und deswegen glaube ich, wird auch Brel Embolo da eine Rolle spielen, weil er eben mit seiner Körperlichkeit so eine Truppe dann auch mal ein bisschen aufmischen kann hinten. Und er muss natürlich an seinen Abschlüssen arbeiten. Ist ja der Gladbacher mit der schwächsten Quote, hätte eigentlich 3, 2, 3, 4 Tore vielleicht sogar mehr schießen müssen in der vergangenen Saison. Das wäre ihm jetzt natürlich zu gönnen, dass er oder anzuraten, vor allem natürlich bei der Europameisterschaft da etwas konsequenter ist, etwas konzentrierter ist, aber mit seiner Körperlichkeit, seiner Wucht und mit seinem ganzen Einsatz glaube ich schon, dass Brel Embolo in die erste Elf reindrängt. Und ja, damit wären dann bei der Schweizer Startelf 4 Gladbacher dabei, plus Xhaka sind 5 Leute mit Gladbach-Touch. Das ist dann ja schon mal eine fette Hausnummer. Und da schauen wir mal auf die Österreicher. Beide übrigens, Schweiz und Österreich, könnten in Achtelfinale theoretisch Gegner dann auch der deutschen Mannschaft werden. Das wäre dann natürlich ein großes Hallo. Nehmen wir mal die Schweiz, wäre es also möglich, dass bis zu 7 Borussen auf dem Platz stehen. Wahnsinn. Aber die Österreicher, ja, Stefan Leiner, würde ich auch mal sagen, in Österreich gesetzt. Oder sehe ich das falsch? Und Lazaro ist so auf der Kippe. Ja, nee, würde ich auch so sehen, dass Stefan Leiner dort als Rechtsverteidiger die erste Wahl sein sollte. Bei Valentino Lazaro ist es tatsächlich jetzt sehr schwer einzuschätzen, wie seine Situation ist. Er hat jetzt, glaube ich, zuletzt gegen die Slowakei im letzten EM-Testspiel hat er spielen dürfen von Beginn an, hat das erste Testspiel dieser Vorbereitungsphase, dieser heißen Vorbereitungsphase verpasst, weil er nicht mit nach England geflogen ist, weil er aufgrund eines Dubai-Aufenthalts dann in England in Quarantäne gemusst hätte. Das ist natürlich ein sehr, sehr unglücklicher, vorsichtig zu formulieren, Start für ihn in diese heiße Phase gewesen. Da kann man natürlich seine Aktien nicht gerade nach vorne bringen. Jetzt hat er gespielt. Wie sehr er in den Vorstellungen von Franco Froda da eine Rolle spielt, ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Er ist, wie du eben schon mal gesagt hast, auch ein sehr, sehr variabel einsetzbarer Spieler. Das könnte ihm natürlich dann zum Vorteil noch gereichen im Verlauf des Turniers. Ich würde mal schätzen, dass er nicht zur ersten Elf gehören wird erstmal. Ja, ich meine, diese Vielseitigkeit ist halt Fluch und Segen zugleich. Fabian Johnson, der auch extrem flexibel da war, hat das immer so formuliert. Denn einerseits bist du natürlich auch immer der, den man überall nochmal reinwerfen kann am Ende und damit immer eine gute Option für die Bank. Andererseits kannst du natürlich, wenn du die Qualität hast und dass Lazaro eine gewisse Qualität natürlich hat, das hat er ja auch in Gladbach andeuten können, er war dann doch vielleicht zu oft verletzt, um da wirklich
wirklich so richtig anzukommen bei Borussia. Kehrt jetzt erstmal zurück zu Inter Mailand, ob er wirklich dann verpflichtet wird. Viele Fans wünschen sich das so ein bisschen, aber schwierig. Also es hängt natürlich vom Preis ab, es hängt davon ab, wie viel Geld Max Eberl dann auch durch Verkäufe generiert und ob dann Lazaro der Spieler ist, wo man sagt, den müssen wir jetzt unbedingt für das wenige Geld, was wir ausgeben können, holen, bleibt dann abzuwarten. Also er ist im Prinzip so das, was Benesch auf der anderen Seite ist. Der ist Inter-Spieler, aber also Inter-Mailand-Spieler und geht aber für Gladbach in die Europameisterschaft. Und ja, Benesch. Schauen wir auf Benesch. Er hat jetzt gegen Österreich 2 Minuten haben Lazaro und Benesch gemeinsam auf dem Platz gestanden. Lazaro hat die ersten 78 Minuten gespielt. Benesch ist in der 76. eingewechselt worden und es ging 0-0 aus. Getan hat keiner beiden was Großartiges. Und Benesch ist, glaube ich, passt absolut zur Slowakei, ist, glaube ich, der Außenseiter beim Außenseiter und war ja auch lange eigentlich noch Streichkandidat. Und ich glaube, dass er tatsächlich über jede Einsatzsekunde fast schon froh sein darf bei dieser Europameisterschaft. Ja, normalerweise sollte das so sein, dass er dort nicht die Rolle spielt. Zumal man ja sagen muss, die Slowakei, die hat eine sehr, sehr schwere Gruppe. Polen, Schweden und Spanien sind mit Sicherheit gegenüber den Slowaken dort als favorisiert anzusehen. Insofern, es wird schwierig für die Slowakei, über die Gruppenphase hinauszukommen und das schmälert natürlich auch die Chancen von Laszlo Benesch, sagen wir mal, mehr als vielleicht ein paar Einsatzsekunden zu erhalten. Für ihn ist es ein Erfolg, dass er im Kader ist und er dann vielleicht an der Seite von Leuten, so wie du es eben schon bei Florian Neuhaus skizziert hast, dass er lernen kann von einem Martin Hamsik beispielsweise, dem großen Vorbild ja im Grunde von Benesch. Insofern für ihn eine tolle Sache, dass er dabei ist und vielleicht kriegt er die eine oder andere Einsatzminute. Wir gönnen es ihm. Er hat es ja in den letzten Jahren so ein bisschen viel Verletzungspech gehabt, ist deswegen auch in Gladbach nicht so in Tritt gekommen. In Augsburg ist man vielleicht sogar interessiert, ihn nochmal zu verpflichten, ob das dann eine Leihe nochmal wird oder ob er dann tatsächlich auch vom FC Augsburg gekauft werden würde oder ob vielleicht auch Adi Hütter sagt, nein, der Benesch bleibt hier, den brauche ich mit seiner Art zu spielen. Er hat ja so ein bisschen so dieses Aggressive Leader-Ding, verkörpert er ja schon. Kann Zehner, kann Sechser, kann Achter spielen, also ist sehr vielseitig im zentralen Mittelfeld auch einsetzbar. Also schon einer, der möglicherweise in Gladbach, wenn er dann mal seine Chance bekommt und vielleicht ein bisschen nachhaltiger dann auch spielen kann, einer noch werden kann, muss man abwarten. Aber vielleicht ist auch für ihn im Sommer dann Feierabend in Gladbach, also da auch da offene Geschichte, wie auch bei Hofmann. Matthias Ginter ist ja auch noch so in der Zukunftsplanung, ob er dann verlängert oder nicht. Also und Markus Thuram, auch einer, der sehr gefragt ist auf dem Transfermarkt, wird jetzt natürlich auch diese EM ein bisschen mit drüber entscheiden, ob da vielleicht noch große Angebote reinkommen, auch bei Jonas Hofmann. Je nachdem, wie sie sich verkaufen, ist das natürlich schon so ein bisschen ein Schaufenster, in dem sie jetzt alle stehen und insbesondere dann, wenn es besonders weit geht und da reden wir jetzt vielleicht so zum Abschluss nochmal darüber, was denn die EM-Borussen mit ihren Mannschaften so erreichen können. Wir haben am Anfang über die 70er Jahre gesprochen, als da die beiden Finals erreicht wurden, als Deutschland den Titel geholt hat, mit ganz, ganz viel Gladbach drin. Jetzt ist es ein bisschen mehr auf verschiedene Länder verteilt und ja, Deutschland gehört ja definitiv zum Favoritenkreis. Bertie Vogts, der Urborusse, der ja auch 1968, 72 und 76 schon dabei war, bei den Erfolgen 1996 den letzten EM-Titel als Bundestrainer für Deutschland geholt hat, hat Deutschland also einiges zugetraut im Interview mit unserer Redaktion, hat gesagt, also definitiv gehört Deutschland zu den großen Favoriten dieses Turniers und ihn würde es doch sehr wundern, wenn es da nicht mindestens bis ins Halbfinale geht. Mich übrigens auch. Also ich glaube auch, dass Deutschland ein Halbfinalkandidat ist. Ja, das wäre für Ginter, Hofmann und Neuhaus dann aber auch die Chance, vielleicht doch mehr Einsatzzeit zu bekommen. Und der Titel allerdings geht mit Sicherheit über den Weltmeister, oder? Das denke ich auch. Also ich denke, dass
die Gruppe, die die deutsche Mannschaft erwischt hat mit Weltmeister, dem amtierenden Weltmeister Frankreich und dem amtierenden Europameister, auch wenn es jetzt schon 5 Jahre her ist, aber Portugal ist noch der amtierende Europameister, die hat es schon in sich, aber ich glaube, dass so eine Konstellation auch helfen kann, direkt voll im Turnier zu sein. Man muss ja auch sagen, 4 der 6 Gruppendritten, die 4 besten Gruppendritten kommen auch noch weiter und Portugal hat es vor 5 Jahren vorgemacht, wie man als Gruppendritter noch Europameister werden kann. Also ich glaube, dass aus dieser Gruppe tatsächlich der Europameister auch hervorgehen könnte. Ich sehe es auch so, die Franzosen sind der Top-Favorit. Ja, und was dann eben Markus Thuram dazu beitragen kann, auch da, so ein Turnier ist ja immer sehr fluide. Wir erinnern uns an 1974, als Rainer Bonhof sozusagen als der Laszlo Benes mit dem deutschen Team zur WM gegangen ist und am Ende bereitete er dann im Endspiel während des Turniers, nachdem diese Niederlage gegen die DDR stattgefunden hat, reingekommen, hat sich festgespielt und war dann der Siegtorvorbereiter im Endspiel. Also so eine Geschichte zeigt ja, dass immer alles möglich ist. Markus Thuram wird sie möglicherweise nicht kennen, aber es könnte seine Chance sein, dass dann sowas passiert. Ja, und die Schweiz. Die Schweiz ist für mich ja eine Mannschaft mit einer, ja, die goldene Generation, kann man fast sagen. Aber die müsste jetzt so langsam auch mal was bringen. Achtelfinale bisher das Top bei einer Europameisterschaft. Und da würde ich schon das Viertelfinale ansetzen, was die Schweizer packen können. Weiter weiß ich nicht. Ja, also da könnten für die Schweizer EM-Borussen, da könnte das Viertelfinale ein Thema sein. Und ja, die wollen natürlich möglichst ins Halbfinale kommen, aber schwierig, glaube ich. Ja. Also der Anspruch der Schweiz ist es natürlich auf jeden Fall, die Gruppenphase zu überstehen, was mit den Gegnern Italien, Türkei und Wales, gerade natürlich letztere, möglich sein wird, natürlich möglich sein muss. Jan Sommer hat es vor ein paar Wochen im Interview mit unserer Redaktion gesagt, dass es keinen Sinn macht, jetzt schon übers Viertelfinale oder sonst was zu sprechen. Man muss das Schritt für Schritt angehen und die Schweiz ist natürlich nicht in einer Position, wo sie jetzt schon über die letzten 8 oder die letzten 4 redet, sondern dass sie schaut, ihre Hausaufgaben zu machen. Die Hausaufgaben wird sein, das Achtelfinale auf jeden Fall zu erreichen. Und dann muss man auch ein bisschen schauen, wie der Weg der Schweiz dann aussehen würde über die Platzierung. Und da würde es natürlich helfen, wenn man mindestens den Platz hinter Italien in der Gruppe belegt. Als Zweiter hat man, sollte man unter normalen Umständen eine etwas leichtere Aufgabe im Halbfinale haben, als wenn man gegen einen der Gruppenersten spielen muss. Ja, und die Österreicher, ich habe mir mal die Startelf angeguckt, habe dann gedacht, Mensch, ja, die sind zumindest was die erste 11-12 angeht, sind die also richtig gut aufgestellt. Würde ich fast sagen, gilt das Gleiche wie für die Schweizer. Die Gruppe ist auch dann überschaubar für Österreich. Und ja, warum nicht? Also Achtelfinale wird mit Sicherheit das Ziel auch für Stevie Leiner und Valentino Lazaro und den Rest der Mannschaft sein. Und Martin Hinteregger ist noch dabei, der frühere Gladbacher, der mit Adi Hütter in Frankfurt erfolgreich gearbeitet hat. Viel Bundesliga, wie üblich im österreichischen Kader, ähnlich wie bei der Schweiz. Und von daher würde ich die beiden so ein bisschen auf eine Stufe stellen. Könnten ja eben auch schon gesagt Gegner der deutschen Mannschaft im Achtelfinale sein. Und ich glaube, dass Österreich schon auch enttäuscht wäre, wenn es nur am Ende die Vorrunde sein würde. Ja, denke ich auch. Ist auch eine Gruppe, die vielleicht auch vergleichbar ist mit der Schweiz. Da hat man einen klaren Favoriten mit den Niederlanden. Danach hat man dann mit Nordmazedonien, das ist der erste Gegner der Österreicher, und dann noch der Ukraine, zwei Mannschaften, bei denen man, glaube ich, auch sagen kann, die sind in einem Bereich der Österreicher und da wird es im Kampf um den zweiten Rang in der Gruppe mit Sicherheit heiß hergehen. Das denke ich auch. Und ja, und die Slowakei, wenn man sich mal, du hast eben schon die Gegner angesprochen mit Polen, Spanien und Schweden. Ja, also das ist schon der Außenseiter definitiv in dieser Gruppe. Die Schweden immer sehr unangenehm zu spielen. Spanien einer der Top-Favoriten definitiv und Polen mit Robert Lewandowski, der wahrscheinlich seine Torlaune nicht in der Bayern-Kabine zurückgelassen hat. Da würde ich schon sagen, Slowakei absolute Außenseiter. Die Frage ist, wie weit kann man bei so einer Europameisterschaft dann auch überraschen?
weiß ich nicht, ob das jetzt realistisch ist, das zu sagen. Igor Demo, der wohl bekannteste Slowake, der bei Borussia gespielt hat, ist natürlich guter Dinge, dass es dann auch für eine kleine Überraschung reichen kann und hofft natürlich, dass Laci Benes da vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Er hat sich ja im ersten Jahr, dass Benes in Gladbach war, dann um ihn gekümmert. Igor Demo hat jetzt übrigens einen eigenen Sekt herausgegeben, also einen Fußballgott-Sekt. Ist, glaube ich, beim Fanprojekt oder so bestellbar. Igor immer ganz rührig, bringt auch seine Biografie demnächst noch auf Deutsch raus, also von daher präsent und wird mit Sicherheit auch das slowakische Treiben bei der Europameisterschaft verfolgen, aber ich glaube, er wird dann am Ende eher enttäuscht sein. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn die Slowakei da jetzt den großen Hering vom Teller zieht, also von daher sind wir so und ja, Finale Deutschland-Frankreich würde jetzt nicht völlig absurd sein, oder? Nö, also das ist das erste Aufeinandertreffen von Borussen bei der EM, direkte Aufeinandertreffen am Dienstag des Turniers, am ersten Dienstag des Turniers, könnte dann am letzten Sonntag des Turniers nochmal dazu kommen. Ja. Durchaus, ja. Du hast ja schon gesagt, aus der Gruppe wird ein Europameister kommen. Ich glaube, da bist du absolut einer Meinung mit Berti Fuchs, der übrigens auch gesagt hat, eigentlich ein großer Vorteil, sofort gegen zwei solche Top-Mannschaften zu starten. Deutschland mit den Heimspielen in München vor 14.000 Zuschauern, also mit Sicherheit auch ein Vorteil. Berti Fuchs hat nochmal daran erinnert, München WM 74, das Finale gegen die Niederlande, auch da die Niederlande mit Johan Cruyff, damals absoluter Favorit. Deutschland hat sich dann reingebissen, hat gewonnen. Also das darf dann als Vorbild für diese Spiele sicherlich auch gelten. Frankreich mit Sicherheit Favorit in der Gruppe, aber Deutschland muss sich da nicht verstecken. Und wir haben mal durchleuchtet, welche Chancen die Gladbacher haben, diesem Turnier vielleicht den Stempel aufzudrücken. Es sind ja noch einige Ex-Gladbacher auch dabei. Thorgan Hazard, Yannick Westergaard unter anderem. Also ganz viel Gladbach in dieser Europameisterschaft und man kann sich drauf freuen. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz, die wir jetzt nach 45 plus ein bisschen Nachspielzeitminuten ziehen können. Eine Europameisterschaft, der man schon auch das Rautenetikett geben kann. Und ja, dein persönlicher Tipp? Ja, ich würde auf Frankreich setzen. Also ich glaube, dass die Franzosen das als amtierender Weltmeister jetzt nochmal ziehen. Sie sind im Grunde noch stärker geworden. Und die Jungspunde, die sie 2018 dabei hatten, wie beispielsweise ein Kylian Mbappé, der ist jetzt noch 3 Jahre weiter. Ich würde auf Frankreich tippen. Ja, also sage ich mal, Finale gegen Deutschland wäre auf jeden Fall spannend. Portugal hat für mich allerdings auch eine richtig starke, nicht mehr nur Cristiano Ronaldo Mannschaft, sondern inzwischen eine, die eben sehr breit aufgestellt ist. Wir haben das EM21er Finale jetzt gesehen, Deutschland-Portugal, knapper Sieg für Deutschland. Also ich glaube auch, dass der Europameisterschaft aus dieser Gruppe kommen wird. Soweit lege ich mich dann mal nicht fest, aber dann wiederum fest und sage, Deutschland, Portugal und Frankreich sind die großen Favoriten und werden sich in der Vorrundengruppe betteln und werden sich dann am Ende 2 von 3 auch im Endspiel wiedersehen. Und damit dann auch, Portugal jetzt ganz Gladbach frei, muss man sagen. Eine der wenigen Mannschaften, ja, darf man auch sagen. Aber wir schauen mal und wünschen natürlich den Borussenspielern, dass sie vor allem erstmal gesund bleiben, sich nicht verletzen bei der Europameisterschaft dass sie dann alle im Rahmen des Möglichen möglichst erfolgreich sind. Ich glaube, das darf man auch als Journalist dann vor so einem Turnier mal sagen. Und das wird ein, glaube ich, borussenverbundenes Vergnügen, diese Europameisterschaft. Das stimmt. Ich glaube, man hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass man doch lange ein bisschen gefremdelt hat mit dieser EM. Die Auslosung liegt gefühlt Lichtjahre zurück. Man hat, glaube ich, erstmal schauen müssen, wer gegen wen spielt und wer in welcher Gruppe ist. Aber ich glaube, so dieses Feeling ist in den letzten 2-3 Wochen entstanden, je näher es Richtung Turnier geht, dass man da auch eine gewisse Vorfreude hat. Und durch den doch jetzt sehr, sehr großen Gladbacher Faktor bei der EM hat man sehr, sehr viele interessante Spiele. Und ich freue mich jetzt auch richtig darauf.
In diesem Sinne, Thomas, war schön mal wieder mit dir zu podcasten. Ja, danke, hat mich gefreut. Yannick, der ja sonst hier die zweite Stimme ist, im Regelfall ist gerade Vater geworden. Natürlich auch aus dem Podcast heraus Glückwunsch an die Familie und an Frau und das Töchterlein ist es geworden. Bald auch dann natürlich wieder Mikrofon, aber Thomas wird mit Sicherheit hier auch das ein oder andere Mal noch auftauchen. Wir schauen mal, wie wir mit unseren Prognosen liegen und freuen uns auf die Europameisterschaft. Bis bald, tschüss. Bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de